DSC-Verteidiger, Herbstmeister mit Arminia, Linksverteidiger Florian Hartherz von Arminia Bielefeld. Schön, dass du dabei bist beim DSC Drive. Dankeschön, schön, dass ich dabei sein darf. Wir drehen eine Runde durch Bielefeld, haben dich gerade vom Trainingsgelände abgeholt. Du bist jetzt deine bereits vierte Saison bei Arminia. Du hast hier bist gekommen, als Arminia sicherlich kein Aufstiegskandidat war, sondern immer gegen den Abstieg gekämpft hat. Ja. Du hast die Entwicklung der Mannschaft so mitgenommen. Hat man das richtig gespürt, wie da was zusammengewachsen ist über die letzten Jahre? Auf jeden Fall. Also das erste Jahr, ich kam ja auch von einem Absteiger damals aus Paderborn und ich bin hierher gekommen. Und hier war auch ein bisschen Unruhe drin. Und das erste Jahr war sehr, sehr schwer. Wir wurden auch gerade so 15. Platz. Es haben viele Mechanismen nicht gepasst. Der Fußball hat einfach nicht gepasst hier. Und dann haben wir das geschafft am letzten Spieltag, in der letzten Sekunde. Und ab dann hat man gemerkt, hey, die Jungs wachsen zusammen, die vertrauen einander und mit den anderen Trainertypen haben wir viel gelernt. Mhm. Und jetzt mit Uwe Neuhaus haben wir nochmal das fußballerische Element komplett bekommen. Und ja, das gegen den Ball haben wir von damals noch mehr von Jeff bekommen, wo wir kontinuierlich draufgegangen sind. Mhm. Und das in Kombination mit dem Top-Fußball, was Uwe Neuhaus spielen lassen will, ist jetzt das Ergebnis davon. Schöne Entwicklung. Auf jeden Fall. Bei dir selber ist es ja auch so ein bisschen so. Am Ende der vergangenen Saison, da war der Anderson Lukoki. Mhm. Ihr habt euch so ein bisschen gestritten um die Linksverteidigerposition. Das gehört dazu. Ist das Business bei euch? Auf jeden Fall. Jetzt hast du von den 16 Spielen alle 16 Spiele über 90 Minuten gemacht. Genau. Bist du selber so ein bisschen überrascht, wie gut es bei dir läuft diese Saison? Ich muss dazu sagen, überrascht nicht, weil ich bin ein Typ, das war ich schon immer, wenn jemand mir was wegnehmen will oder wenn jemand sagt, du musst drum kämpfen, dann bin ich da. Ja. Ich kämpfe darum und das habe ich genau gemacht. Ich habe mir in der Vorbereitung vorgenommen, wie gesagt, auf mein Essen zu achten, gesagt, ich mache zwei Läufe mehr, halt Kleinigkeiten, ne? Einfach auch vom Kopf her einzustellen, ich gehe ins erste Training und will dem Trainer beweisen und dem ganzen Verein, dass meine Position ist wieder und dass ich spielen möchte und ich hoffe, das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Wenn man so euren Kader anguckt, dann bist du nach Sven Schiplock, der weit über 100 Bundesligaspiele hat, bist du der Spieler mit den zweitmeisten Bundesliga-Einsätzen, nämlich 20. 10 für Werder Bremen, genau. 10 für den SC Paderborn. Und was du ja auch noch voraus hast, du weißt, wie man in der Bundesliga aufsteigt. Das hast du 2014 mit Paderborn. Ja. Ist das ein Erlebnis, das will man wieder erleben, vermute ich doch, oder? Ja, es ist unglaublich, es ist nicht zu beschreiben, wirklich. Vor allem mit etwas kleineren Vereinen, wo man nicht der Favorit ist. Ja. Es ist noch schöner und ja, wir sind auf einem guten Weg und ich sehe viele Parallelen zum Frühjahr zu unserer Mannschaft, Paderborn. Und ja, es ist eines meiner schönsten Erlebnisse im Fußball gewesen und wenn nicht sogar das schönste Erlebnis, aufzusteigen. Du bist ja jetzt schon, wenn man das mit Paderborn zusammennimmt, die Zeit, du bist jetzt über 6 Jahre schon in Ostwestfalen, du bist gebürtiger Offenbacher. Ist das eine Region, mit der du in dieser Zeit warm geworden bist? Ist das schon was, wo du dich vielleicht sogar zu Hause fühlst mittlerweile? Ja, kann man schon so sagen. Also zu Hause fühle ich mich auf jeden Fall, weil 6 Jahre mit den Erfolgen und ein bisschen Misserfolgen, schwierige Zeiten, gute Zeiten, kann man sich auf jeden Fall identifizieren. Ich bin froh hier zu sein, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Bielefeld, in Ostwestfalen. Am Anfang habe ich 1-2 Jahre gebraucht, um warm zu werden mit den Menschen hier, weil sie ein bisschen anders sind als im Süden. Ja. Im Süden ist alles ein bisschen lockerer, ein bisschen offener. Und ja, aber jetzt fühle ich mich sehr wohl hier und ja, es ist schön hier. Also ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und ja, des Weiteren wird man sehen. Du hast ja bis zum Sommer Vertrag noch hier bei Arminia. Gibt es da schon Gespräche? Hast vielleicht deine Seite auch schon signalisiert, wie es weitergehen soll? Siehst du deine Zukunft hier bei Arminia? Ja, selber? Ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier und ich würde gerne auch hier bleiben, muss man dazu sagen. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Die Gespräche werden bestimmt dann anlaufen,
Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja. Ich fühle mich einfach wohl. Ich versuche mich jetzt weiter zu verbessern und einfach gute Spiele abzuliefern für Arminia, um vielleicht jedes Spiel zu gewinnen. Aber du hast jetzt nicht, wie es jetzt gerade bei Edmundson der Fall war, eine Option drin, so und so viele Spiele und dann bin ich durch? Nein, das kann ich sagen, das habe ich nicht. Okay, gut. Es wird ganz normal gesprochen bei dir. Ganz normal gesprochen und dann schauen wir, wo der Weg hinkommt, ob Arminia überhaupt noch will. Ja. Das wird man dann auch sehen. Gut, aber du lieferst ja momentan Argumente, ja, die schwer dagegen sprechen können, glaube ich. Ja, ich hoffe doch. Ja. Dann, so Paderborn, hast du den Abstieg damals miterlebt, auch eine wirklich heftige Zeit, glaube ich, die da dann war. Ne? Nach dem Bundesliga-Aufstieg ging es rapide bergab. Das prägt einen doch als Menschen und als Fußballer wahrscheinlich auch, oder? Ja, das war für mich als junger Mensch, ich war da 22, 23, eine sehr schwere Zeit und ich musste das auch erstmal verarbeiten, das Ganze auch mit dem Abstieg dann von der zweiten in die dritte Liga, weil da halt einfach nichts mehr lief in Paderborn. Mhm. Und als das dann wirklich der Zeitpunkt kam, als wir abgestiegen sind, habe ich es gar nicht realisiert. Ich bin nach Hause gegangen und dann saß ich da und da gesessen und habe gesagt, ja, wir sind abgestiegen. Was ist jetzt passiert eigentlich? Mhm. Wie geht es mit mir weiter? Was geht mit dem Verein? Wie geht es mit dem Verein weiter? Mhm. Es war wirklich eine schwierige Zeit und ich bin froh, dass es Paderborn jetzt da drüben wieder gut geht und dass sie es wieder geschafft haben, hochzukommen. Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall eine harte Zeit im Fußball. Aber wahrscheinlich auch eine lehrreiche, oder? Ja, auf jeden Fall. Das nächste Jahr, dass ich dann hierher komme, aber dann gerade das, wie sich wiederholt, wie so eine Prüfung das war. Das ist wie so eine Wiederholung, wie so, du musst jetzt die Prüfung schaffen, wenn du die schaffst, bist du durch. Mhm. Und zum Glück, mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, als wir dann in Dresden mit so vielen Auswärtsfans dann in der letzten Sekunde den Klassenerhalt geschaffen hat, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, habe gesagt, danke, wir haben es geschafft und jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter nach oben in der Tabelle. Ich war damals auch vor Ort fürs Westfalenblatt und hatte das Gefühl, die Euphorie, die bei euch da war und die Erleichterung, das fühlt sich ja fast ein bisschen an wie ein Aufstieg, ja, dieser Klassenerhalt damals. Das war, ich habe es gefeiert wie ein klarer Aufstieg, weil für mich ist es einfach eine pure Erleichterung, das kann man gar nicht beschreiben. Also man hat wirklich auch schon Fußball gespielt mit einem Klotz am Fuß, mit einem Stein am Fuß, weil du gesagt hast, ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum schon wieder? Warum bist du schon wieder da unten? Was machst du falsch? Was machst du richtig? Man macht sich ja als Mensch generell viel Gedanken und so war das auch bei mir. Aber ich bin so froh, dass wir das damals geschafft haben. Ist so eine Phase, wie du es da in Paderborn erlebt hast, ist das dann auch wichtig? Ich glaube, du bist ein sehr, sehr großer Familienmensch. Man sieht bei deinen Postings zum Beispiel im Internet auch immer wieder, wie du mit deiner Mutter dich zeigst und so weiter. Genau. Das ist, finde ich, bei den Spielern sieht man sowas nicht so häufig. Das ist dann eher mal hier so Urlaub am Strand und so weiter. Bei dir sieht man auch mal die Family dabei oder deinen Bruder zum Beispiel. Ist dann Familie für dich ein wichtiges Auffangbecken in solchen Situationen? Ja, das ist für mich, muss ich wirklich sagen, das Wichtigste, was es gibt. Meine Mutter und meine zwei Brüder zu Hause, die halten mich. Die feuern an, die kritisieren mich genauso, also in allen Facetten. Aber wenn ich nach Hause komme, habe ich zum Beispiel meinen kleinen Bruder Julian, der hat wenig mit Fußball zu tun. Und ich komme nach dem Spiel, der sagt, gut gespielt, wo habt ihr überhaupt gespielt? Ja, gut, okay. Dann sage ich da und das war's dann auch schon wieder. Dann mit meinem mittleren, tut aber auch gut. Ja, super, mega. Ja. Also ist echt top. Mit meinem mittleren kann ich dann die Spiele ein bisschen analysieren, sagt mir, was ich machen soll, wie ich vielleicht nochmal ein Spiel verbessern soll. Mhm. Und meine Mutter ist da zu emotional. Die ist jedes Spiel in der Schüko Arena dabei. Ja? Ja. Kommt jedes Mal aus Offenbach hochgefahren? Jedes Mal kommt sie aus Offenbach hochgefahren, wenn sie Zeit hat, wenn sie frei hat, wenn sie nicht gerade arbeiten muss. Aber das sind 80-90% der Spiele. Das war schon immer so gewesen bei uns. Sogar mein Vater damals in Bremen, der ist 600 Kilometer gefahren, um jedes Spiel dabei zu sein. Ja, es ist verrückt, aber Wahnsinn. Genau das schweißt uns zusammen und es ist auch nicht selbstverständlich, dass einer aus der Familie dann Fußballprofi wird und auf der Bühne dann mitschwimmen darf und ich denke, die freuen sich alle zu Hause und ja, für mich sind sie alles und ich freue mich einfach, dass sie haben. Ja, das, wie gesagt, spürt man. Du hast ja damals, das war glaube ich eine sehr schwere Zeit für dich, 2015 deinen Vater verloren, ganz überraschend. Ich fand, du hast damals, als du in Paderborn warst, ich habe es nochmal im Westfalenblatt nachgelesen, sehr offen über diese Zeit auch gesprochen, was ich sehr beeindruckend fand, weil du das total reflektiert dargestellt hast. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Prüfung, wenn man da sportlich auch noch hin sollte, da will man als Mensch nicht ein zweites Mal noch durchgehen müssen, oder? Nee, durch das wünsche ich keinem, nicht mal meinem schlimmsten Feind, wenn ich einen haben sollte, wünsche ich das, weil einen geliebten Menschen, einen Freund zu verlieren in der Zeit, der immer dabei war, von klein auf,
ist es schwierig, aber durch den Halt meiner Familie haben wir es ganz gut geschafft, die Trauer, die harte Trauer zu überwinden. Und jetzt können wir offen darüber reden. Ich war sowieso ein Mensch, der immer offen ist, der immer viel redet. Und ich habe gesagt, ich muss drüber reden, weil wenn ich es in mich reinfresse, dann gehe ich vielleicht als Mensch kaputt. Mhm. Und deswegen habe ich versucht, immer drüber zu reden. Und es hat mir sehr gut geholfen. Heute kann ich gut drüber reden. Ich schwebe in den Erinnerungen, in den positiven Erinnerungen. Und die geben mir Halt. Und auch auf dem Fußballplatz, wenn es mal schlecht läuft, hole ich mir ein, zwei Gedanken von früher und dann läuft es wieder. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Das ist eine Stärke, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, das sind auch Tugenden, die mir mein Vater beigebracht hat, weiterzumachen. Kämpfen bis zum Schluss, egal was passiert. Und wenn es nicht hier der Weg ist, dann geht es woanders weiter. Du hast damals in einem Interview einen Satz gesagt, den ich auch sehr prägend fand. Du sagtest, dieses Erlebnis hat dich als Mensch und als Fußballer verändert und für diesen geprägt. Wie hast du das damals gemeint? Dass man die Sachen anders wahrnimmt? Ja, du nimmst die anders wahr, du nimmst das Leben anders wahr. Es ist leider so, dass der Mensch in Verlustmomenten oder wenn man jemanden verliert, auf einmal ganz anders über das Leben denkt. Ja. Ich habe immer gedacht, Fußball ist der Mittelpunkt meines Lebens. Das ist das, worauf ich geboren wurde und ich muss. Mhm. Nein, ich muss nicht. Mhm. Es ist Fußball. Du gibst alles dafür. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Du kannst nicht immer perfekt spielen. Mhm. Ja, und so fing das langsam an, wo ich sage, ich gebe alles dafür. Aber ich habe zu Hause noch Menschen, die auch wichtig sind. Und so hat so ein Prozess angefangen in meinem Kopf. Und das hat mir auch den Druck zum Fußball hingenommen. Mhm. Jetzt kann ich viel besser damit umgehen, in den Trainingseinheiten, in den Spielen, wo man früher sich vielleicht einen Abend vor nochmal Gedanken gemacht hat, bin ich ganz relaxed und liege zu Hause. Und ja, es hat mir einfach ein bisschen auch den Druck genommen, muss ich sagen. Und du warst ja Anfang 20, das ist ja noch ein junges Alter, ja, sage ich mal, Fall. Dass man dann da so reflektiert mit umgeht. Musste da auch so ein Erlebnis kommen, damit du so denkst? Das ist immer schwierig zu sagen. Muss sowas passieren? Ich weiß nicht, wenn mein Vater noch leben würde, ob ich immer noch so denken würde. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kommt das auch erst mit dem Erwachsenen-Dasein. Aber ja, es ist einfach so passiert. Und ich bin einfach dankbar, dass er da war für mich, die 20 Jahre. Dass er mir so viel auf dem Weg mitgeben konnte. Und jetzt hole ich mir die Erinnerung, die ich brauche, um relaxed und entspannt zu sein. Und wenn jemand von meinen Brüdern oder von meiner Mutter Hilfe braucht, darüber zu reden, rede ich. Rede ich mit denen darüber. Dann kommen Emotionen hoch, dann kommen sie raus. Aber besser, dass sie draußen sind, anstatt man sie ineinander reinfrisst und dann vielleicht komische Gedanken irgendwann bekommt. Ist das sowieso als Fußballprofi anders, als wenn du jetzt eine Ausbildung machst, in einem normalen Job gearbeitet hättest nach der Schule, dass man da ein bisschen früher erwachsen werden muss, weil man früh auf sich allein gestellt ist, auch diesen Druck von außen erstmal kanalisieren muss natürlich? Auf jeden Fall. Ich bin, muss ich dazu sagen, mit 15 ausgezogen von zu Hause, aufs Internat gegangen nach Wolfsburg. Also für mich war das sehr früh, für meine Eltern war das sehr früh und ich musste sehr früh alleine klarkommen. Es sind auch 300, 400 Kilometer gewesen, meine Eltern konnten nicht immer kommen und dann lernst du halt auch Wäsche machen, Essen selber machen, dann musst du gucken, dass du mit deinen paar Euros da auskommst. Und dann gehst du zur Schule, dann hast du Fußball, weil du dein Traum ist, Fußballprofi zu werden. Mhm. Also du reifst schon alleine sehr schnell. Ja. Dann hast du noch die Jungs um dich herum in der Kabine, die natürlich auch das alles schaffen wollen und man reift automatisch als Fußballspieler, auch in der Jugend. Auch wegen dieser schneller. Wettbewerbssituation. Genau, wegen der einfach. Wettbewerbssituation. Ja. Dass du gewinnen willst, dass du ein Ziel vor Augen hast, reifst du schneller als vielleicht andere, die es vielleicht ein bisschen gemächlicher angehen. Dann bist du aber, wenn du mit 15 aufs Internat zum VfL Wolfsburg gekommen bist, dann war dein Leben oder deine Karriereplanung ja auch immer ziemlich früh und ziemlich stark auf Fußball ausgerichtet, würde ich sagen. Oder hast du auch mal was anderes in Erwägung gezogen? Ja, ich habe meine Schule und für meine Eltern war wichtig, dass ich immer meine Schule fertig mache. Ich habe meinen Realschulabschluss auch fertig gemacht. Danach bin ich aber nochmal nach Wolfsburg, habe dort nochmal ein Jahr wiederholt, habe mein Abitur dann gemacht, mein Fachabitur, weil es meinen Eltern sehr wichtig war. Und dann hat mein Vater eigentlich, das war der Grund, warum ich nach Wolfsburg gehen sollte, eine Ausbildung im VW-Werk als irgendwas. Okay. Er wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache, weil es für die Leute und für meine Familie einfach extrem wichtig war, wie meine Brüder jetzt halt sind. Was Solides. Genau, halt, was Solides. Ich habe mich aber vehement dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, weil ich gesehen habe, die anderen Jungs, die eine Ausbildung machen, boah, wie hart das ist. Ja. Die kommen von der Arbeit vielleicht um 3, 4 Uhr direkt zum Training und sind einfach erschöpft. Man hat gemerkt, dass sie nicht so frei Fußball spielen.
Und ja, da musste ich kämpfen mit meinem Vater, ein bisschen auf gut Deutsch zu sagen. Und ja, er hat es mir dann erlaubt, habe meine Schule weitergemacht im Fußball und das war eigentlich perfekt. Und ja, dass ich dann mit 18 einen reibungslosen Übergang hatte ins Profigeschäft, ist auch nicht normal. Und ja, hatte ich Glück, habe es mir erarbeitet, alles in Kombination. Es hat sich ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt und ja, ich bin sehr froh drum. Ja. Bist du noch oft in Offenbach? Jein, nicht mehr so oft, weil die Fahrten hin und her, das belastet dann auch. Das sind 300 Kilometer, wenn man 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück, sind auch 6 Stunden. Aber wenn ich frei habe, 2 Tage, fahre ich auf jeden Fall zu meiner Familie nach unten. Oder jetzt über die Weihnachtszeit. Wenn du wählen müsstest, Offenbach oder Frankfurt am Main, da gibt es für einen Offenbacher wahrscheinlich keine Alternative, ne? Gibt es keine Alternative, aber ich bin früher in der Jugend, habe ich auch schon mit der Eintracht Frankfurt gespielt. Ja. Und macht man eigentlich nicht als Offenbacher, oder? Macht man nicht. aber es ist der größte Club im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Und ja, deswegen habe ich dort dann auch 2 Jahre Fußball gespielt. War auch eine super Zeit. Viel erlebt in jungen Jahren. Ja, und ich gucke jetzt mir eigentlich so gut wie jedes Spiel von Eintracht Frankfurt an, wenn ich Zeit habe, und verfolge die Mannschaft, weil ich einfach auch die Fans da sensationell finde. Ja, das stimmt. Das Stadion da sensationell finde und die Art von Fußball, was die spielen, ist, finde ich auch sehr gut. Leidenschaftlich, immer laut drauf los, ist schon gut. Also können wir festhalten an dieser Stelle, solltet ihr aufsteigen, wird das dein Highlight-Auswärtsspiel bei der Frankfurter Eintracht, ja? Ja, das wird auf jeden Fall mein Highlight-Spiel. Da brauche ich wieder, glaube ich, gefühlt 100 Karten, weil jeder zugucken will, ja, von meiner Heimat. Ja. Aber das wird mein Highlight-Spiel. Ich denke, Bremen, falls es klappen sollte, wäre auch ein Highlight, weil da mein allererstes Profispiel war, und das wird auch nochmal sehr emotional, denke ich. Ist das das Spiel, was dir von allen Spielen in deiner Karriere am meisten dann tatsächlich im Kopf bleibt? So ein erstes Profispiel, ja, damals gegen Leverkusen, ein Heimspiel, ich glaube im Januar war das, ne, mit Bremen. Ja, ja, ist das, was für immer hängen bleibt und was eigentlich nicht mehr getoppt werden kann? Nee, das bleibt für immer hängen. Als junger Mann, wenn du da vor so vielen Fans spielst, im Weserstadion, wo schon so viele Titel gewonnen wurden, dein Trainer auf einmal Thomas Schaaf heißt und der dich aufstellt, du dich umguckst und Claudio Pizarro, Ronaldo, Aaron Hunt und so eine Namen auf dem Platz stehen, dann denkst du dir, wow, dann musst du erstmal schlucken. Und ja, für mich wird es immer in Erinnerung bleiben. Es war ein super Erlebnis, ein Traum, der wahr geworden ist, und es war auch ein gutes Spiel, also es hat gepasst. Du hast in der Startelf gespielt. Genau, Startelf, damals, ne? Genau, und wir haben 1-1 gespielt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie ist das dann so? Wie hast du das damals erfahren? Auch wie heute kurz vorm Spiel? Oder wird man dann als 18-Jähriger ein bisschen länger vom Trainer darauf vorbereitet? Pass mal auf, da könnte was kommen. Nee, der Trainer, wir waren im Hotel abends, und der Lukas Schmitz, der spielen sollte, hatte vor einem Spiel eine rote Karte gesehen. Und wir hatten noch drei andere Linksverteidiger, Sebastian Böhlich und Michael Silvestre. Und da habe ich gedacht, okay, er tut jetzt einen anderen Routinier rein und ist im Kader, schon mal cool. Ja, und dann kam ich am Spieltag nach unten, morgens, und da hing auf einmal schon die Ausstellung. Und dann habe ich drauf geguckt, weggeguckt, ja, und dann nochmal drauf geguckt, und dann stand ich da halt links. Ja, ja, und dann habe ich auch erstmal einen Schock bekommen, dann wurde mir warm und ging mein Herz schneller. Ja, sofort meine Familie angerufen, hey, ich spiele. Ja. Mein Vater komplett ins Auto gesetzt und nach Bremen gefahren, ne, weil sie halt direkt von der Arbeit gekommen und losgefahren, weil es ein Abendspiel war. Ach du meine Güte. Ja, dann sind sie abends noch zum Spiel direkt gekommen, und ja, es hat sich gelohnt. Alle konnten es nicht glauben. Ich glaube, für meine Eltern war es ganz besonders. Und ja, es wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Das war mir keiner mehr nehmen. War Thomas Schaaf dann Typ, der dich dann nochmal zur Seite genommen hat und gesagt hat, also pass mal auf, Junge, mach dir keinen Stress, oder hat der einfach laufen lassen? Und so? Ja, da hat er es laufen lassen, hat nur 1-2 Wörter mit mir geredet, und nach dem Spiel kam er dann und hat mich so weggeschubst, hat gesagt, gut gemacht, Junge. Aha. Und ja, es ist ein guter Trainer gewesen, der mir auch viel beigebracht hat. War das dann trotzdem für dich damals ein harter Schritt von der ersten Liga in Bremen? Bremen ist eine Hausnummer in Deutschland, also absolut, dann zum SC Paderborn zu gehen, dem ja immer noch so ein bisschen was Provinzielles anhaftet, obwohl sie jetzt das zweite Mal schon in der Bundesliga spielen. Ja, ich muss dazu sagen, warum, wieso, weshalb ich mich damals für Paderborn entschieden habe, weiß ich bis heute nicht. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich kann es ja mal kurz erzählen. Ich bin auf dem Weg nach Hamburg gewesen mit meinem besten Kumpel damals. Dann kriege ich 2 Anrufe von meinem Berater, von meinem Vater, das, jetzt verschiedene Vereine. Das sind die Möglichkeiten, wo du hingehen kannst.
ja, und dann lege ich auf und mache mir kurz Gedanken, rufe an, ja, ich gehe nach Paderborn. Ich habe mir nichts angeguckt, ich wusste nicht, wo Paderborn liegt, ich wusste nichts. Mein Vater sagt, Paderborn, warum Paderborn? Du hast doch hier noch andere gute Möglichkeiten hinzugehen, warum Paderborn? Darf ich fragen, was es war damals noch so? Als, ja, das war noch, keine, damals war noch 1860 München, okay. Kaiserslautern und so, da waren wir auch im Gespräch, ne? Und ja, wir gehen dahin. Habe ich aufgelegt, bin weiter, habe Spaß gehabt. Mein Vater, einen Tag später, bist du dir sicher, dass du nach Paderborn gehst? Ja. So, ja, ja, lass dahin gehen. Ja, okay, der Trainer wird dich anrufen. Ich so, okay, André Breitenreiter hat mich dann angerufen. War ja damals auch noch nicht der Trainer, den er heute ist. Ja. Und sagst, ja, ich komme, kein Problem, aufgelegt. Zwei Tage später hingefahren, hingekommen, bab. Ich guck erst mal, wir hatten einen Trainingsplatz und haben uns in der Turnhalle umgezogen. Dort, wir hatten nichts, wir hatten gefühlt wirklich gar nichts. Wir hatten keine gescheiten Umkleiden, wir hatten keinen gescheiten Trainingsplatz. Ja, und das hat sich dann so entwickelt, dass wir einfach ein geiles Team hatten, ein geiles Trainerteam. Und ja, dann ist es passiert, was passiert ist. Wir sind einfach aufgestiegen. Und in dem ersten Jahr, so war das, genau so war das. Und ja, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe damals. Wahnsinn. Und sie war einfach aus dem Nichts. Warum, wieso, kann ich bis heute nicht. Manchmal ist das Bauchgefühl. Ja, es war einfach nur ein Bauchgefühl. Genau, es war einfach nur der Kopf, Bauchgefühl, weiß ich nicht. Mein Vater hat mir damals auch gesagt, so, warum hast du das gemacht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hättest du dann im Nachhinein sagen können, weil ich Bundesliga spielen wollte, ne? Im Nachhinein konnte ich das irgendwie sagen, aber damals war das einfach nur Glück, Zufall, alles beieinander. Ja. Wo wir hier so durch die Gegend fahren, das habe ich noch keinen gefragt, der hier mitgefahren ist, aber bist du ein Autonah? Ist das für dich wichtig, Auto? Jein, mir gefallen Autos, mir gefallen auch schöne Autos. Ja. Aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben. Mhm. Aber ich fahre gerne ein schönes Auto, das wäre gelogen. Und ja, schaue auch gerne mal, wenn jemand ein großes, schönes, teures Auto fährt, dann gucke ich da auch schon guck ein, zweimal hin. Nein, auf jeden Fall, ich denke, das ist bei vielen so. Aber es wäre jetzt eher ein Klischee, wenn man sagen würde, bei euch in der Kabine, da wird nur über dicke Autos gesprochen. Nein, so, wie das so manchmal von extern so die Leute sehen. Ne? Ich denke, bei uns in Bielefeld ist es ja auch noch sehr human. Also es ist jetzt nicht einer, dass wir fünf Porsche auf dem Rollfeld haben oder sonst der Geier was. Ich denke, da sind wir schon sehr geerdet hier in Bielefeld. Ist das ein wichtiges Kriterium, damit das auch alles hier so funktioniert, wie es funktioniert momentan? In Bielefeld auf jeden Fall. Wir sollten alle den Ball flach halten, uns auf das besinnen, was uns stark macht, das ist die Gemeinschaft, das ist das Miteinander und wenn dann jeder sich was gönnt von dem Erfolg, ist es legitim und soll auch jeder machen, jeder kann sein Geld ausgeben, wie er möchte, das ist mir eigentlich relativ egal, nur wir sollten alle zusehen, dass das nicht Oberhand gewinnt. Geht es in der Winterpause auch in der Sonne? Nee, ich bin nur zu Hause in Offenbach, Frankfurt, okay, mit meiner Familie, weil wir haben auch nicht so lange frei. Und ja, dort werde ich die Weihnachtszeit genießen. Ich werde nur einmal nach Wien fliegen, weil Manuel Prietl heiratet. Ja, richtig, stimmt. Genau, und da werde ich ihn besuchen und ein bisschen mit ihm feiern auf seine Hochzeit. Und das ist das Einzige, was ich diesen Winter machen werde. Okay, ansonsten bei der Familie die Akkus aufladen. Ja, genau, Akkus aufladen und entspannt Weihnachten feiern und meine Freunde auch mal wiedersehen, weil die können auch nicht so oft. Ah, schön. Ja, wir sind schon am Ende des Drives. Sehr gut. Es hat mir Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. War sehr gut. Danke. Danke für